Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Wir befinden uns in Trois-Rivières und wir liefern einen 77.500 Pfund schweren Kranwagen nach nach Iroquois Falls. Wie wir sehen können, sind überbreite Gang einlegen wäre natürlich auch sinnvoll. Wir haben 886 Kilometer vor uns. Das ist schon etwas Strecke. Größtenteils. Ja, so ungefähr 50-50 über Interstate und Highway. Das wird eine längere Fahrt mal wieder. Ich hoffe, das läuft läuft reibungslos. Wir bekommen knapp 10.000 dafür. 9.000 bekommen wir dafür. 9.400, glaube ich. Mal nachgucken. 9.500 sogar. Wir müssen schlafen. Wir müssen auf jeden Fall schlafen. Das ist ja schon mal schön. Okay, was heißt, wir müssen auf jeden Fall schlafen? Wir sind wann da? Wir sind Samstag um 5 Uhr da und wir können prinzipiell auch durchfahren. Aber das sollten wir auch hinschaffen. Sollten wir auch hinbekommen. Meine Güte. Das ist gerade wieder schwierig hier. Dann wollen wir mal ab auf die Interstate. Gerade wieder auf, es war wieder sehr klug, nichts zu trinken bereitzustellen, bereit zu haben. Aber gut, ist halt wie es ist. Oh Gott, wie ich es hasse. Wenn was angekündigt wird, was gar nicht passiert. Schön die Sonne durch die Wipfel der Nadelbäume durchscheint, die beschneit sind, die leicht bedeckt mit Schnee sind oder doch schon stark bedeckt mit Schnee sind. Wobei bedeckt, sagen wir einfach bedeckt, bedeckt passt, ist am aussagelosesten, aber noch zutreffendsten. Was hat der Aussage los? Das sagt eine Menge aus. Am Welten noch erwartet, ist der Welt ja auch okay. Kein Switch von der Timezone. Doch relativ spät, wenn wir losfahren. Aber wir haben jetzt wir sind auf der Interseite, dann können wir auch. Dann einfach mal auf 104 und die Interstate gehen Westen fahren. Irgendwie blendet die Sonne. Also die Ingame-Sonne so gesehen. Draußen regnet es gerade wunderschön, wunderbar. Ich muss vorher jetzt auch gleich nochmal raus. Aber das ist ja kein Problem. Zumindest ist die Luft ist auch frisch und so, aber. Also kalte Luft, aber.
eine frische Luft. Eine Luft, die man atmen kann. Das ist jetzt keine Wiegestation, bei der wir rausgezogen werden könnten. Deswegen können wir auch ganz gemütlich hier alles überholen, was hier fährt. Hinten kann ja gut hören, können welche kommen, aber dann fahren sie halt auch über dem Tempolimit. Es wird nebelig, wir machen das Licht an. Können die KI auch prinzipiell hier auf den Highway rauf, auf den Interstate rauf? Muss ich auch was vergessen? Die Heizung war ja noch an. So, die ersten. Ein Achtel der Strecke haben wir bereits hinter uns. Nach 8 Minuten. Beziehungsweise ungefähr 6 Minuten, sagen wir mal 6 Minuten. Plus minus. Wir sind in Montreal, natürlich Montreal. Da fahren wir natürlich auch wieder langsamer, weil. Ja, super. Diese Passage bei Montreal ist immer ein bisschen nervig. Weil wir doch ordentlich Zeit verlieren. Na super. Na gut, dann warten wir, bis sie fahren. Und dann biegen wir auch wirklich ab. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Den Platz brauchen wir diesmal. Eigentlich wollte ich noch mit hupen, aber ja. Ein bisschen verdrückt. Die Ampel kriegen wir wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir müssen dann diese Ampel auch nochmal halten. Ich habe es ja gesagt. Aber es sind zumindest. Die Ampel ist immer so ein bisschen Vorteil, dann kann man auch. Was trinken zwischendurch. Ohne stark beeinträchtigt zu sein. Der Rest wird höchstwahrscheinlich die Nachtfahrt sein und bleiben. Oder höchstwahrscheinlich, also wird es garantiert. Wir sind, werden am Samstag erwartet, ja, dann können wir. Schnauze. Okay, das ist jetzt belastend. Dann machen wir es ausnahmsweise jetzt so. Muss ich versuchen mir zu merken, dass wir hier nicht durchkommen.
Schwertransport. Wie hieß denn der Trailer nochmal? Ich hab's vergessen. Ich weiß, es fängt mit R an. RBN? Nee. Nimm das einfach mal Schwertransport-Trailer. Ich komme auch nicht mehr drauf. Oder RBN? Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall mit solchen Schwertransport-Trailern kommen wir nicht durch. Das haben wir keine Bodenfreiheit. Müssen wir beim nächsten Mal dann, wenn ich dran denke, in Hoffnung, dass ich dran denke, dann außenrum fahren. Was gleich nochmal passiert. Haben wir Schaden bekommen? Zum Glück nicht. Das wäre sonst richtig doof gewesen. Sollte ich versuchen, mir zu merken, welche Strecken, wenn wir gerade nicht mit dem Dings, mit dem Schwertransport unterwegs sind, welche Strecken dafür nicht so geeignet sind. Das kann man in anderen Touren ja dann auch nochmal überprüfen oder erkennen. Was ich aber auch schön finde, dass auch von der. Wobei, das ist ja immer so schon gewesen, oder was ist immer? Das ist ja schon so gewesen, dass halt von der KI das halt auch abspritzt, ja, das Wasser so gesehen. Das Wasserspray nennen wir es mal einfach so. Dass es auch weggesprayt wird, zumindest bei manchen, scheinbar nur. Okay. Und zumindest bei manchen scheinbar nur so stark. So, dann gucken wir jetzt mit 80 hinterher. Okay, sogar nur das unter 70. Alter. Okay, da vorne wird es enger, aber da muss man nicht hier mit 70 rumgurten. Aber das ist ja schon fast das Tempo, was wir gleich haben werden. Deswegen erscheinen wir den Tempo mal auf 72 Kilometer pro Stunde und wenn wir gleich schneller fahren dürfen, wenn es die KI erlaubt, auf diesem einspurigen Abschnitt. Dann fahren wir sogar schneller. Das waren 68, kann das sein? Das ist kein Grund, noch weiter runterzubremsen. Wir dürfen immer noch 100. Oh. Das kann jetzt dauern. Sogar mit Tempo mal 65 in der 100er Zone, damit wir nicht rauffahren, also damit wir das Tempo halten, was die KI fährt. Das ist schon, ein starkes Stück. 35 Kilometer pro Stunde unter dem Limit. So roundabout.
wir ja fast nie ans Ziel. Wobei 3,8 haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Oder? Nee, gar nicht wahr. 2,8 erst. Gottes Willen. Ah, das wird wieder eine lange Folge. Okay, da geht's schön bergauf. Den Berg schaffen wir natürlich nicht. Deswegen mache ich jetzt schon mal Warmdenker an. Gehen ein bisschen runter. Versuche den Berg hoch zu rasen. Den werden wir aber trotzdem gleich hier mit. Ja, wir werden hier wieder ausgebremst an diesem ähnlichen Berg. Zum Glück rechtzeitig erkannt und wir kriegen nur quasi die restlichen Meter zur Spitze des Hügels mit. Ne, es geht ja noch weiter. Ich habe nichts gesagt. Lassen einfach mal den Warnblinker an und lassen uns mal ein bisschen zurückfallen. Jetzt sind wir noch weiter bergauf. War nicht mehr ganz so steil. So, dann machen wir auf 66. Und belassen das auch bei der 66 und geben gar nicht weiter Gas, sondern fahren jetzt einfach mal Tempomat hinterher. Ist ja nicht noch weit, weil, ach Gott, das ist halt. Das Ding ist, man weiß, man darf schneller fahren, oder man kann schneller fahren, also es ist erlaubt, schneller fahren zu dürfen, aber man kann es nicht, weil die KI nicht will. Ich mach es aber trotzdem, hole jetzt einfach wieder ein. Wahrscheinlich bin ich jetzt aus der Spawn Range rausgefahren und jetzt fahre ich in die Spawn Range rein und dann spawnt die jetzt vorne wieder. Das ist doch richtig mal spawnen. Okay, wir sind gleich in der Nähe von Manibaki, dann geht es noch ein gutes Stück weiter geradeaus auf dem Highway. Spätestens bei der Ausfahrt Richtung Maniwaki oder Maniwaki, wie auch immer, wahrscheinlich Maniwaki, wird es wieder zu Stau kommen. Lass es einfach mal ausrollen. Zu schnell für die KI sind wir sowieso. Oh Gott, sowieso. Fehlt da, glaube ich, gerade nicht viel zu den Pylonen. Drei Achtel haben wir jetzt. Ungefähr. Also eigentlich müssen wir sehr neu rechnen, von daher hätten wir jetzt 3/9. Passt doch, glaube ich, besser bei 886 von die aufrunden. Die Touren werden, okay, was heißt immer länger, aber sie können immer länger werden. Spätestens aber, wenn es wieder Richtung Süden geht, dann werden wir zumindest nicht mehr ganz so stark von der KI ausgebremst und können halt wirklich das Limit relativ durchgehend ausfahren.
mal möglichst weit rechts. Damit wir halt nicht wirklich sehen können, ob von vorne jetzt ein Schwert haben, also ein Transporter, ein LKW mit Überweite kommt oder nicht. Hat irgendwie Wortfindungsstörung, ich weiß nicht warum. Beide geradeaus. Ach, ja, geradeaus, klar. Mehr oder weniger. Aber weiter auf dem Highway geht es weiter. Tempomat auf 87 km pro Stunde. Das Fahrrad fährt hier auch wieder weg, das passt. Damit kann ich leben. Allerdings freut mich. Also das Ding ist. So, auf solchen Landstraßen, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Zu fahren macht schon Spaß, aber durch die KI, danke fürs Reinlassen, Kappa, durch die KI, wie sie hier halt fährt, freut man sich jedes Mal, wenn man mal wieder auf einer breiteren Straße unterwegs ist. Geben wir mal wieder Gas. Vier Fünftel haben wir jetzt hinter uns, sehr schön. Beziehungsweise im Grunde genommen, wenn man das mal anders berechnet, dann also wenn man den Ursprungswert einfach nimmt, haben wir jetzt gleich die Hälfte geschafft. Überraschenderweise sind wir erst bei 25 Minuten circa, aber sagen wir mal 23, 24 Minuten um den Dreh. Ich hätte gedacht, wir werden weiter. Aber jetzt geben wir mal wieder Beschleunigung, wenn man hier wärme den Tempomat auf die 87 km schon eingestellt, dann können wir einfach jetzt mal weiter ungefähr Gas geben. Das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes, so die 105 zu halten. Um den Retarder nicht so zu triggern. Und da vorne bist du wieder zweispurig. Und wir machen einfach jetzt schon mal auf 104 km pro Stunde. In der, ja gut, das waren noch nicht zu viel, das passt. Wunderbar, dann macht es vielleicht doch so viel Spaß. Oh oh. Aber doch nicht. Das wird wahrscheinlich nur wieder einspurig, kann das sein. Ich befürchte es zumindest. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ab Rohr nur da war. Einfach mal ohne blinken. Okay, die sind einfach noch zu langsam. Ich werde halt von der KI ausgebremst, das
ist halt leider so. Auf dieser Version der Karte, beziehungsweise auf dieser Version der Karten auf jeden Fall. Wobei ich natürlich weiß, wie es bei Coast to Coast ist, da wir uns ja gerade eher so im Canada der Dream-Bereich befinden. Auch nur noch 350 Kilometer bis nach verdammt Iroquois Falls, so okay, wir werden sowieso abbiegen müssen, never mind. Die KI und können einfach geradeaus weiterfahren. Würde natürlich in Realität wenig Sinn machen, jetzt auf dieser rechten Fahrbahnspur zu fahren, weil sie definitiv zu geschneiter war als die linke, aber ist ja nur ein Spiel. Geil, wir können sie umfahren, super. Dann krieg ich Hunger, verdammt. Schön ruhig ist es hier, oh Gott. Okay. Schön, dass wir die LKWs vorher gesehen haben, wo die KI aus dem Gegenverkehr, bevor wir sie in Wirklichkeit gesehen haben. Längeln wir uns mal Richtung Iroquois Falls. Sind wir erstmal an Rwanda vorbei und ich glaube, die Strecke von. Die Strecke wird dann gleich wieder einspurig. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich schätze mal, es wird gleich die restlichen, sagen wir 150 oder 100 Kilometer nach Iroquois Falls hoch werden dann wahrscheinlich wieder über Highway. Was sind da denn laufen? Was ist denn jetzt gerade für ein Sound? Aus dem Gegenverkehr. Das klang jetzt gerade irgendwie, als ob irgendjemand laut Musik gehört hätte. Vielleicht lag es aber auch daran, weil ich gerade geredet habe, dass ich deswegen das einfach so wahrgenommen habe. Ah, okay. Ich glaube, es war. Ich glaube, es war ein LKW. In den Berg hinaus. Hinabgerauscht ist. Sieht so ein bisschen aus, als ob irgendwie auf dem Tempolimit-Schild irgendwie da unten Graffiti drauf wäre. Oder täuscht das?
kann natürlich auch gerade ein bisschen täuschen, dass ich irgendwie gerade von. Dass ich zu viel Shampoo oder sowas in die Augen bekommen habe. Dass es deswegen so aussieht. Wir haben keine Überbreite, wir sind dann einfach nur schwer. Und wir werden wieder ausgebremst um kurz nach Mitternacht. Weiter Richtung Ontario. Meine Güte, diese KI. So ein richtiges Freudenfest hier. Oh, das war ein Jeep. Das kann natürlich auch sein, ich gehört habe. Sehen fährt die KI scheinbar so um die 95. 95, 96. Dabei ist gerade so langsam wieder ein bisschen auf dem Jeep. Ich wollte doch gar nicht die Differentialsperre aktivieren. Ich wollte doch den Dings aktivieren. Mit dem Tempomat. Und wir sind in Ontario. Haben noch 160 Kilometer zurückzulegen, bis wir in ihrem Kopf voll sind. Bin ja gespannt, ob das eine T-Kreuzung ist oder ob es ein T-Kreuz ist. Ich tippe jetzt einfach mal auf Kreuzung. Und da wir, glaube ich, gleich da sind, bleibe ich jetzt einfach mal auf der Spur. Okay, es ist eine T-Kreuzung. Ein T-Kreuz. War dennoch hier auf der Spur und mach den Tempo mal auf 90 oder so. Damit die KI ein bisschen Vorsprung hat. Dass nicht allzu sehr auf den Leim geht und ausbremst. Deaktivieren und ja, 100 Kilometer nach Norden Richtung Iroquois Falls war ja sehr zu schaffen. Gut geschätzt, würde ich mal behaupten. Auch wenn der Eigenlob stinkt. Dann haben wir gleich auf alle Fälle ganz schön mehr Cash im Beutel. Können wir gut gebrauchen. Haben wir auf alle Fälle mal zumindest die 50.000 überschritten. Ich glaube, wir brauchen ja so was um die 125, 135.000, so Pi mal Daumen. Das ist Geld, was wir sehr gut gebrauchen können.
vorne. Ich habe die Befürchtung, es wird einspurig. Beziehungsweise zweispurig. Also einspurig, ja, so, Mensch. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn für ein Tempo mal 65 immer noch zu viel ist. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, dass wir länger brauchen für die 800 Kilometer, aber 900 waren es ja fast. Aber ja gut, wir wurden halt auch nicht so stark ausgebremst, also am Berg. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn wir einen LKW haben, wie das dann, ob das dann von den von der Streckenlänge hier oben, falls wir dann hier oben fahren, das sieht ja echt aus wie Graffiti. Das kann ich vielleicht aber auch täuschen, einfach weil... Vielleicht ist es auch der Lichtpegel der Scheinwerfer oder so, die halt das so aussehen lässt, keine Ahnung. Ohne optische Illusion oder Täuschung. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann verhält, wenn wir halt einen getunten LKW haben. Plaster in Sands. Eieiei. Ich ahne Böses. Erst auch mal Joker Falls. Spät, aber egal. So viele Ampeln hier wieder. Immer eigentlich gerade aus Wetten, nee, endlich. Ja, okay, das ist die schöne Ableitstelle vom Plaza Sands, bzw. das schöne Firmengelände. Dann kassieren wir mal das Geld und dann beende ich die Folge. Ich habe ein bisschen Gefühl, unten klingelt es. Oder das ist der Rechner, ich habe keine Ahnung, irgendwas klingelt hier. 886 Kilometer, 10 Stunden 14 Minuten haben wir gebraucht, 116 Geld verbraucht, 9.500 haben wir bekommen und ein neues Level auch. Da gehen wir selbstverständlich auf Just in Time. Sprich, wichtige Lieferung freigeschaltet, plus 3% höhere Vergütung und plus 20% Erfahrungsbonus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder oder von American Rocket Simulator Staffel 3 Reloaded oder von einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht's gut!